Herzlich willkommen bei Alpha Centauri. Heute geht es um Sie. Es geht nicht um den Stoff, aus dem die Träume sind, es geht um den Stoff, aus dem wir sind, aus dem Sie sind, aus dem alles ist, was auf diesem Planeten kreucht und fleucht. Wenn Sie sich mal zum Beispiel so ein kleines Quadratzentimeterchen Ihrer Hand angucken und sich fragen, aus was besteht denn das alles, dann sind da so Stoffe drin wie Kohlenstoff, Stickstoff, Sauerstoff. Für die Stabilität ihrer Knochen brauchen Sie Kalzium, Für ihr Blut brauchen Sie Eisen. Damit ihr Herz nicht ausrastet, essen Sie Magnesiumtabletten. Und damit Ihnen die Schilddrüse nicht anwächst, müssen Sie Jod als körnchen Nein, also natürlich nicht Jod, aber Sie müssen Jod zu sich nehmen. Alles schwere Elemente, wie wir Astronomen sagen. Für Astronomen ist jedes Element jenseits von Helium ein Metall. Wie, wie kommen die Astronomen dazu? Nun, das liegt daran, weil große Teile, die größten Teile dieses Universums sind angefüllt mit Wasserstoff und mit Helium. Und das ist schon seit Anbeginn der Zeiten so. Das Universum ist entstanden in einem großen, heißen Big Bang, hat sich abgekühlt, und im Rahmen dieser Abkühlung erreicht es irgendwann mal Temperaturen, wo Protonen und Neutronen entstanden sind, und daraus entstanden die Elemente, die ersten beiden Elemente aber nur, nämlich nur Wasserstoff und Helium, ein bisschen Lithium, aber sonst nichts. Woher kommt denn dann der ganze Stoff, aus dem wir sind? Denn wir bestehen nicht aus Wasserstoff, wir bestehen zwar aus viel Wasser, aber zum Wasser gehört eben auch noch Sauerstoff. Und wir haben schon gar nichts mit Helium zu tun. Wo kommt denn das her? Und dieser Stoff kommt, diese Stoffe werden erbrütet in Sternen und wie diese Elemente, aus denen wir sind, in ins Universum zurückgeschickt werden. Das will ich Ihnen heute erzählen, denn das Universum tut es auf eine unglaubliche Art und Weise, indem es Sterne explodieren lässt. Die fliegen auseinander und diese, dieses Phänomen nennt man eine Supernova. Und deswegen soll das Thema heute sein, was ist eine Supernova? Das ist nämlich ein Stern, der in ganz kurzer Zeit mehr Energie ver verbreitet und abstrahlt, als die Sonne das in ihrer ganzen Lebenszeit tun wird. Nun, was heißt das? Und was hat eine Supernova mit mir zu tun? Ich werde Ihnen erstmal zeigen, was übrig bleibt, wenn ein Stern explodiert. Das hier, dieser Überrest ist der Überrest einer Supernova, die von chinesischen Astronomen im Jahr 1054 beobachtet wurde. Das ist der sogenannte Krebsnebel. Dieser Krebsnebel, man sieht hier also schön den Rand. Das ist sozusagen immer noch die sich ausbreitende Detonationswolke. Dieser Stern ist also vor 1000 Jahren explodiert und war so hell, dass er am Tage zu sehen war. Nun, der ist so ein paar Tausend Lichtjahre von uns entfernt. gehört noch zur Milchstraße und damit er aber so hell sein, wenn, wenn er so hell ist, dass er am Tage noch zu sehen ist, das heißt also neben unserem anderen Stern, der Sonne, war noch ein anderer Stern am Himmel zu sehen am Tag, damit der so, damit das so hell sein kann, muss er unglaubliche Mengen an Energie freisetzen. Und diese Menge entspricht ungefähr, in einer Sekunde strahlt dieser Stern mehr Energie ab als die Sonne in zehn Milliarden Jahren. Manchmal sind Supernovae so hell, dass man die darunter liegende Galaxie, wir können nämlich auch Supernovae in anderen Milchstraßen beobachten, dass man die Galaxie gar nicht mehr entdeckt. Die sieht man gar nicht mehr. So hell ist dieser Stern. Was passiert da und warum ist das für uns, für unsere Zusammensetzung so wichtig? Man kann hier ein bisschen an dem Bild sehen, dass also aus einer Punktexplosion sozusagen eine riesige Druckwelle abgeschossen wird, die mit wahnsinnig hoher Geschwindigkeit sich ins Universum ausbreitet. Jetzt fangen wir wieder von vorne an. Sterne? Was sind Sterne? Ein Stern ist ein Kernfusionsreaktor. In seinem Innern, bei einigen zehn Millionen Grad, wird Wasserstoff zu Helium verschmolzen. Diese Verschmelzung stoppt also dann, wenn der Wasserstoff im Innern komplett zu Helium verschmolzen ist. Wenn also dann der innere Energielieferant für den Stern, der ja ansonsten ein Gleichgewichtszustand ist, nämlich des Gasdrucks nach außen und der Schwerkraft nach innen, wenn dann die innere Energiequelle auf einmal versiegt für einen Moment, dann kollabiert der innere Teil total. Er kollabiert per perfekt sozusagen. Wenn dann der innerste Teil zusammenbricht unter seiner eigenen Schwerkraft, dann wird er immer heißer. Und wenn er immer heißer wird, dann gelingt es dem Material zum Beispiel auch schwerere Elemente zu erbrüten. Kohlenstoff, Stickstoff, Sauerstoff, Magnesium, Neon, Silizium bis zum Eisen. Und beim Eisen gewinnt ein Kern keine Energie mehr, wenn er mit dem anderen verschmilzt. Das heißt, beim Eisen ist zunächst mal völlig Schluss. Sodass das, was übrig bleibt in einer besonderen Klasse von Sternen, und das sind diejenigen, die als Supernova explodieren werden, dann bleibt in der Mitte eine Eisenkugel übrig. Nun, man kann sich vorstellen, dass der Gasdruck, also der, der Druck, der auf dem inneren Ofen lastet, sehr stark davon abhängig ist, wie schwer ein Stern ist. Ist ein Stern leichter, er hat er nicht so viel Druck, der Ofen kocht innen ruhig. Unsere Sonne zum Beispiel ist so ein niedlicher, angenehmer, kleiner G-Stern. Von dem wir wissen, er hat vor viereinhalb Milliarden Jahren angefangen, Wasserstoff zu verbrennen und er wird noch weitere viereinhalb Milliarden Jahre brennen. Es ist also alles ruhig. Wenn ein Stern viel schwerer ist als die Sonne, dann kann es allerdings passieren, dass er ein Problem kriegt. Denn dann wird der Druck der der über dem Kern liegenden Schichten so stark, dass er immer schneller und schneller und schneller verbrennt. Die Entwicklung einer Supernova dauert am Anfang Millionen Jahre. Also dieses Wasserstoffbrennen zum Helium. Wenn dann Helium verbrannt wird zu schwereren Elementen, Kohlenstoff und Stickstoff, dann dauert das Ganze nur noch einige tausend Jahre. Und je schwerer die Elemente werden, je näher wir also dem Eisen kommen, umso kürzer ist der Entwicklungsweg einer Supernova. Im Endeffekt, wenn das Ganze Ding nachher wirklich innen drin zur Eisenkugel geworden ist und in sich zusammenbricht, weil seine innere Kernverschmelzung einfach gestoppt ist, dann dauert es nur noch wenige Sekunden und der Stern fliegt auseinander. Ein Stern wie zum Beispiel der Vorläufer dieses Krebs, dieses Krebsnebels oder der, der Stern, der dafür zuständig ist, dass in diesem Nebel eben ein, ein Stern explodiert ist. Der hat also eine unglaublich dramatische Geschichte. Der erlebt also am Anfang alles ganz langsam und später wird es immer schneller und immer schneller. Die Party geht in 0, nix vorbei und irgendwann. Explodiert Warum explodiert er? Er ist, er ist eine, wie eine Zwiebel aufgebaut. In seinem Innern ist ein Kern, ein Eisenkern, der in sich zusammenfällt. Und über ihm liegen alle möglichen Schichten von Elementen, die gerade in dem jeweiligen Zustand noch erbrütet werden. Das heißt, die Elemente oben drüber werden noch weiter und weiter verschmolzen. Es entstehen immer schwerere Elemente, sehr viel äh, Magnesium insbesondere, Sauerstoff, Stickstoff, wie ich schon sagte. Und dadurch wird also die äußere Hülle des Sterns angereichert. Mit schweren Elementen. Wie gesagt, als das Universum entstand, gab es nur Wasserstoff und Helium. In einem solchen Stern, der dann sich nicht mehr helfen kann, als seinen Eisenkern kollabieren zu lassen, und der Kollaps passiert mit 70.000 Kilometer pro Sekunde, das ist immerhin fast ein Drittel Lichtgeschwindigkeit, dann bricht der Kern in sich zusammen, die Elektronen werden in die Atomkerne hineingepresst. Es, werden, es entsteht ein Neutronenstern und dann ist er stabil und alles, was danach fällt, wird, fällt praktisch wie auf ein Trampolin und wird zurückgeschleudert und dieses zurückgeschleuderte Material, das breitet sich dann mit 20, bis zu 20.000 Kilometer pro Sekunde ins interstellare Medium aus und das ist für uns das eigentlich Wichtige. Solche Sterne wie der Vorläufer dieses äh, oder der, der Stern, der für diese Explosion verantwortlich war und der im Übrigen hier einen kleinen Pulsar, ich habe Ihnen das ja schon mal erzählt, was Pulsare sind, diese Sternleichen, pochende Sternleichen einer solchen Explosion, dieser Stern, der hier mal war, der hat eben einen großen Teil des interstellaren Mediums, das sind Ausdehnungen von einigen zehn Lichtjahren, angefüllt mit schweren Elementen. Jetzt wird man mir sagen Mo Moment, wir, wir haben doch auch viel schwerere Elemente als nur, als nur Eisen und doch auch Uran und Plutonium wir haben ja unsere Schwierigkeiten, damit wie wir das Zeug wieder loswerden. Nun, diese schweren Elemente werden erbrütet, wenn diese Explosion sozusagen gerade in ihrem letzten Stadion ist. Wenn also diese Stoßwelle, die von innen durch den Stern rast, durch den Stern läuft und alles aufheizt, auf unglaublich hohe Temperaturen heizt, dann wird, werden auch schwere Elemente als nur Eisen erbrütet. Nun. Das Universum begann mit Wasserstoff und Helium. Das habe ich jetzt schon dreimal gesagt. Diese Sterne sind dafür verantwortlich, dass das interstellare Medium, also das Gas zwischen den Sternen, mit schweren Elementen angefüttert wird, angefüllt wird und sie säen damit Elemente. Diese Druckwellen, die hier bei einer solchen Explosion eben sich ins interstellare Medium ausbreiten, die komprimieren Gas und sie säen die schweren Elemente hinein. Unsere Sonne zum Beispiel ist ein Stern der zweiten oder möglicherweise sogar dritten Generation. Er besteht bereits, er entstand bereits in Material, was mit schweren Elementen angefüllt war. Die ersten Sterne im Universum bestanden nur aus Wasserstoff und Helium. Das sage ich jetzt zum vierten Mal. Nee, zum fünften Mal. Diese Sterne hatten keine Möglichkeit, Leben zu entwickeln. Denn aus Wasserstoff und Helium kann man alleine kein Lebewesen erzeugen. Man braucht schwere Elemente, um Struktur entstehen zu lassen, um überhaupt Planeten hinzukriegen. Silizium, Aluminium, Eisen, alles, was wir auf unserem Planeten finden. Nun, diese Explosionen sind dafür verantwortlich, dass die nachfolgenden Sterngenerationen überhaupt in der Lage waren, um sich herum Staubscheiben zu bilden und in diesen Staubscheiben entstanden dann Planeten. Und jetzt kommt es. Nun machen wir mal ein Gut, so eine Supernova. Wie oft passiert sowas? Astronomen sagen heute, das passiert alle 30 bis 100 Jahre pro Galaxis, also pro Milchstraße. Und äh, was soll das? Gut, ich, ich weiß jetzt, dass ich aus Material bestehe, was aus so einer Supernova kommt. Ich kann Ihnen genau sagen, aus wie viel Material Sie bestehen, was von einer Supernova kommt. Sie bestehen zu 92 Prozent aus Sternenstaub. Aber es ist noch viel schlimmer. Unsere Existenz hängt viel mehr noch an einer solchen unglaublichen Explosion, als sie sich auch nur träumen lassen. Aus dem Material, aus dem das Sonnensystem entstanden ist, nämlich diese Meteoriten. Also, das ist, gilt als das Urmaterial, aus dem die Planeten entstanden sind. Und ab und zu fällt ja mal ein Meteorit, also, jetzt muss ja nicht ein großer Brocken sein, es kann auch ein kleiner sein, fällt ein Meteorit auf die Erde. Und wir sind dann in der Lage, das chemisch zu analysieren. Und die Zusammensetzung dieser Meteorite, das gab uns nun vor einigen Jahren schon die ersten Aufschlüsse darüber, dass die Existenz des Sonnensystems, ganz eng an einer ganz bestimmten Supernova-Explosion gehangen haben muss. Warum? Nun, die chemische Zusammensetzung der Meteoriten gab uns eine Zeitskala. Der radioaktive Zerfall eines Elementes gibt uns quasi vor, Wann ein bestimmtes Ereignis passiert ist. Und Sie können sich vorstellen, wenn so ein Stern explodiert und es werden sehr viele radioaktive Elemente erzeugt. Und es entstehen alle möglichen Elemente und so, insbesondere sogenannte Isotope. Das sind einfach Atomkerne der gleichen Protonenanzahl, aber unterschiedlicher Neutronenanzahl, die zerfallen radioaktiv. Und aus einer radioaktiven Zerfallsreihe kann man ausrechnen, wann dieses radioaktive Material in einen Meteoriten hineingesetzt wurde. Und die Meteoriten sagen uns, dass 750.000 Jahre bevor sie entstanden, eine Supernova-Explosion in der Nähe gewesen sein muss. Diese Supernova-Explosion hat dazu geführt, dass das Material der Gaswolke, aus der die Sonne wurde, zusammengepresst wurde. Es wurde angefüllt mit schweren Elementen und es entstand die Sonne, es entstand das Sonnensystem aus dieser Supernova-Explosion. Das heißt, die Supernova-Explosion eines Sterns, den wir natürlich schon lange nicht mehr sehen können, wir können die Explosionsreste gar nicht mehr sehen, das war so sowas wie die Hebamme für die, für die Geburt unserer Sonne. Das heißt, wir sind unglaublich eng, eng verzahnt. Unsere Existenz ist eng verzahnt mit der chemischen und der Sternentwicklung im Universum. Wir sind also wirklich im wahrsten Sinne des Wortes Kinder der Sterne. Und wenn Sie das nächste Mal wieder mal Ihre Hand angucken dann erinnern Sie sich vielleicht an die Geschichte und wundern Sie sich nicht, wenn auf einmal in Ihrer Hand etwas explodiert, es könnte sein, dass Ihnen die Sache, die ich Ihnen gerade erzählt habe, wieder eingefallen ist.